Ja, ich bin's. Das Thema der Woche ist an die Eltern eines FTM. Also was wir jetzt den Eltern eines Transmann oder Transjungen sagen würden. Ja, also ich denke mal, ja, viele Eltern kommen damit nicht ganz so gut klar und haben dann vielleicht Bedenken, ob das so alles das Richtige ist und so. Und das ist ja auch okay, das ist ja auch richtig so. Und ja, aber es ist halt wichtig, dass man dann nicht sagt, nein, das ist verkehrt oder das ist der falsche Weg oder sowas. Man sollte sich ja schon damit beschäftigen und überlegen, ob das das Richtige ist. Und da gibt es ja dann auch Therapeuten und so, die das dann eigentlich oft ganz gut beurteilen können und vielleicht auch besser als die Eltern selber. Und also, dass man das nicht so abtut, als wäre das nur eine Phase oder so, denn und ja, ich meine, das müssten die Kinder eigentlich am besten selbst wissen. Oder die Jugendlichen, oder man, oft ist man ja auch schon erwachsen. Meistens eigentlich. ja, dass man halt sagt, okay, wir gehen den Schritt mit dir und helfen dich, dir unterstützen dich. Und ich meine, im Endeffekt, ja, kann man das ja nicht verbieten oder so. Gut, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie noch minderjährig ist, dann braucht man irgendwie, glaube ich, Genehmigung von den Eltern oder so. Aber wenn die dann volljährig sind, dann ist das ja eh, kann man machen, was man will. Und ja. Ja, und ich denke, wenn jemand sich dazu entschließt, das zu machen oder sagt, ich bin trans, dann hat diese Person schon gründlich darüber nachgedacht und wird das wohl nicht einfach so den Eltern sagen, wenn man sich nicht sicher ist oder so. Und also als Eltern sollte man dann halt schon schauen, dass das dem Kind wirklich ernst ist, wenn es sowas sagt. Und ja, also, und das wäre dann halt wichtig von den Eltern, dass die dann auch das Kind wirklich unterstützen und vielleicht auch helfen, irgendwie einen Therapeuten zu finden und ein geeignetes Krankenhaus für die Operation und sowas. Und bei den Unterlagen und alles, bei denen auch helfen, weil, ja, das ist alles eine schwierige Sache, es ist alles anstrengend und, ja, es ist halt schön, wenn man ein bisschen Hilfe dabei bekommt. Und ja, auch was wichtig ist, dass man dann das, den neuen Namen auch mal verwendet mit dem richtigen, was, ob man der oder, dass man dann er sagt und nicht sie, weil das ist dann sehr verletzend auch für die Person. Und auch wenn man das vorher immer das andere gesagt hat und es vielleicht ein bisschen schwer ist, sich da umzugewöhnen, dass man es zumindest halt versucht, sich Mühe gibt. Und das merkt das Kind dann schon halt, dass man sich auch Mühe gibt, wenigstens das zu versuchen. Und ja. Und irgendwann gewöhnt man sich dann daran. Aber wenn man es natürlich nicht so versucht, dann ist es natürlich schwierig und dann ist das natürlich auch verletzend. Und ja, dann kann es auch oft zu Missverständnissen, denke ich, kommen, dass man sich streitet oder sowas, weil das Kind sich halt auch missverstanden fühlt, ja. Das wäre halt wichtig und auch nicht immer sagt, irgendwie erzählt aus der Vergangenheit und sagt, ja, als er damals noch ein Mädchen war oder sowas. Oder wenn man dann erzählt, so, ja, damals hat
damals sie oder sowas. Also, dass man dann von der Vergangenheit spricht und das, na, das ist halt nicht schön, wenn man dann sowas sagt. Aber ja, dass man das halt versucht dann. Ah, was wollte ich noch sagen? Sorry. Was wollte ich noch sagen? Ja, also das wäre es eigentlich, also dass das Kind unterschätzt wird und dass man dann auch er sagt und nicht sie. Und dass man halt versucht auch zu helfen und ja. So. Also verstehen kann man es ja nicht wirklich, also man, ich glaube, man kann es nicht wirklich verstehen, aber man kann halt versuchen, ja, das zu akzeptieren und das ist das Wichtige und wenn das klappt, dann gibt es eigentlich keine Probleme mehr, denke ich. Ja. Gut. Das war's dann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ah ne, wir haben ja Sommerpause. Also bis nach der Sommerpause.